Übrigens, nur mal Sachen nebenbei. Wenn wir hier sagen, offensichtlich, es ist offensichtlich erlaubt oder offensichtlich haram, nach welchen Maßstäben entscheidet man das? Also es muss ja irgendwelche Maßstäbe geben, oder? An denen wir dann halt festmachen und sagen, das ist eine, also das versteht man offensichtlich aus diesen Texten. Weil das ist so eine Sache hier, besonders hier in Deutschland, wenn man man liest eine Übersetzung und aus dieser Übersetzung ergibt sich etwas, was du verstehst, und dann heißt es, das ist offensichtlich, das ist deutlich, klar und deutlich. Das heißt, eine konträre Meinung ist nicht möglich, oder? Weil da, wo es offensichtliche, klare, eindeutige Texte gibt, da werden konträre Meinungen nicht geduldet. Aber das Problem ist, an was machst du fest, dass das offensichtlich ist? Wenn wir grundsätzlich von der Übersetzung her kannst du das nicht machen. Das kannst du schon mal vergessen. Von der Übersetzung her ist das nicht möglich. Und das ist ganz logisch und ganz einfach zu erklären. Die Übersetzung muss nicht immer in der Bandbreite der Bedeutung, die das Arabische hergibt, sie muss nicht immer identisch sein mit dem Arabischen. Beispielsweise, der arabische Originaltext kann beispielsweise an dieser Stelle viel mehr Bedeutungen tragen. Die Übersetzung ist aber wirklich sehr präzise und genau und lässt nur eine einzige Bedeutung zu. Es kann aber auch umgekehrt sein. Der arabische Text an dieser Stelle lässt nur eine einzige Bedeutung zu. Die Übersetzung lässt mehrere Bedeutungen zu. Und daran deswegen, als jemand, der eine Übersetzung liest, der kann sich abhaken. Der ist nicht in der Lage zu entscheiden, ob das offensichtlich und eindeutig ist oder nicht. Das kannst du höchstens über die Übersetzung sagen, dass sie eindeutig ist und offensichtlich, aber nicht über das arabische Original. Und selbst beim arabischen Original muss es irgendwelche Maßstäbe geben, oder? Weil jeder Mensch hat ein gewisses Verständnis und auch sein Hintergrundwissen über die Sprache selbst, über die Sprache, die verschiedenen, die Grammatik und die Rhetorik in der Sprache, das alles spielt eine Rolle darin, ob man aus einem Vers mehr herausholen kann oder ob man eine Eindeutigkeit versteht oder nicht. Und deswegen gibt es eine Wissenschaft, die nennt sich Usul al-Fiqh. Und die Wissenschaft des Usul al-Fiqh, sie analysiert dieses Thema, die Bedeutungsbandbreiten, das Ausmaß der Bedeutungen, ist das eindeutig, ist das nicht eindeutig, und die Rhetorik der arabischen Sprache, die Grammatik spielt da eine Rolle. Grammatik kann entscheidend sein, zu entscheiden, ob hier mehrere Bedeutungen möglich sind oder nur eine Bedeutung. Also, was ich damit sagen will, zu entscheiden, ob das offensichtlich ist oder nicht offensichtlich, das kann man nur, wenn man erstmal das Original beurteilt und zweitens, wenn man das nötige Hintergrundwissen hat. Das nötige Hintergrundwissen. Und ich bin übrigens, was die deutschen Übersetzungen angeht, deutsche Übersetzungen, die islamische Literatur in der deutschen Sprache, mittlerweile sowieso nicht mehr ganz optimistisch. Die meisten Übersetzungen, die ich gesehen habe und überprüft habe, sind meistens nicht ausreichend. Meistens sind da schwerwiegende Fehler drin. Und der Grund, warum das passiert ist, weil diese Übersetzung, wenn du Fachliteratur übersetzt, wir reden nicht von allgemeiner Literatur, hier und da ein paar Geschichten übersetzt. Wir reden von Fachliteratur. Fachliteratur kann nur ein Fachmann übersetzen. Das ist logisch, oder nicht? Das ist ganz logisch. Jemand, der nichts von der tiefen Psychologie gelernt hat. Glaubst du, wenn jetzt beispielsweise ich bin Pakistaner und ich habe hier ein deutsches Buch in der tiefen Psychologie, ich kenne mich damit nicht aus.
aber ich kenne ein bisschen Deutsch. Ich kenne etwas Deutsch. Und dann sage ich, ich möchte meinem Volk auch was Gutes tun und nehme dieses Buch und übersetze es irgendwie, dass das am Ende, ja, dass da nichts Gutes dabei rauskommt, ist schon vorprogrammiert. Und genauso ist es tatsächlich auch in der deutschen Sprache. Der Übersetzungsmarkt in Deutschland braucht noch sehr viel Entwicklung.